Heute schauen wir uns die Aktie Cadence Design Systems an. Dieses Unternehmen macht im Endeffekt das ganze Design von elektronischen Produkten, von Halbleitern bis zu Laptops, Handys und so weiter. Alles, was man sich da vorstellen kann, ist weltweit führend und hat einen Umsatz 2021 von 3 Milliarden US-Dollar erzielt. Und ich zeige euch jetzt in diesem Video meine Strategie mit dieser Aktie. Und falls ihr mich noch nicht kennt, mein Name ist David. Hier auf diesem Kanal geht es um erfolgreiches Trading für Berufstätige. Ich habe mir das Commitment gesetzt, meine Trading-Performance live zu zeigen, und damit fangen wir direkt auch an, weil es mir einfach ganz klar 100% wichtig ist, dass hier die volle Transparenz hier immer vorhanden ist. Und hier sieht man das Trading-Portfolio in dieser Strategie. Ich werde euch auch direkt nachher gleich zeigen und erklären, wie diese Strategie hier aufgebaut ist und was meine Idee ist. Und hier sieht man jetzt, die Strategie ist seit 26.09.2021 hier live. Das Grüne ist die Strategie, das Gelbe ist der Nasdaq, das Lilane der Eurostoxx und das Grüne der DAX. Und wir sehen hier, die Strategie hat sich hier sehr gut geschlagen. Ich meine, alle Indizes sind gefallen. Die Strategie ist hier minimal nur im Minus. Wenn man das in Zahlen ansehen wollen, sieht man hier die Zahlen. Die Strategie minus 3,6% gegenüber den Indizes, die hier sehr stark abgegeben haben. Gleichzeitig zeige ich dann auch noch gerne immer die Performance immer des letzten Monats. Auch hier ist die Strategie um einiges stärker. Die Indizes haben hier eher abgegeben. Die Strategie ist hier nur minimal im Minus. Und da, genau darum geht es mir. Ich möchte den Markt langfristig schlagen. Und ich werde euch hier immer wieder auch weiterhin begleiten, wie das hier einfach sich weiterentwickelt. So, dann gehen wir hier direkt in die Aktie. Wie wir sehen, hat die Aktie einen sehr schönen, stetigen Aufwärtstrend. Also das ist eigentlich fast wie ein Bilderbuch. Von unten beschleunigt sich der Trend hier nach und nach. Und wir sehen jetzt hier eine schöne, größere Korrektur, die wir haben. Und in der Strategie, für mich ist wichtig, dass wir einen Aufwärtstrend haben. Nummer eins. Zweitens, dass die gleitenden Durchschnitte steigen, die grüne über der roten ist. Und dann eben die Strategie, die Aktie in der Korrektur ist. Also sehr gerne unter der 200er EMA, der Kurs aktuell ist. Dann suche ich so eine Art Plateau, suche dort immer mehrere Punkte im Chart. Das zeige ich euch direkt. Also ich meine damit zum Beispiel, hier hatten wir das Hoch, das war recht schön. Hier hatten wir zwei Tiefs, das war recht schön. Und immer dann, wenn wir so eine Art Zone hier haben, dann möchte ich in dieser Zone hier wieder einsteigen. Das habe ich auch gemacht. Jetzt hier sind wir wieder hier in dieser Zone drin. Also ich habe hier komplettes Kästchen hier als die Zone genommen. Und geht der Markt hier rein, zeigt hier Reaktion, dann gehe ich in den Markt rein. Das ist im Endeffekt die Strategie. Mein Stop-Loss seht ihr hier in diesem roten Balken. Also falls der Markt sich entscheiden sollte, hier unter die Tiefs hier zu gehen, tiefere Tiefs zu machen, dann möchte ich hier erstmal wieder aus der Aktie aussteigen. Gleichzeitig ist mein Ziel hier oben bei der ungefähr 225. Das ist hier das Vierfache, was ich an Gewinn gegenüber dem Risiko mitnehmen möchte. Das ist anhand von 413 gebacktestet und ist aktuell das erfolgreichste Ziel. Und ja, das war es im Endeffekt dann auch schon mit der Strategie. Und eben mit vielen, vielen Trades, vielen 100 Trades habe ich eben diese Performance, wie vorher auch gezeigt, hier erzielen können. Also hier nochmal kurz eingeblendet. Und da kommt es eben nicht auf den einzelnen Trade drauf an, sondern auf viele, viele Trades. Und langfristig gilt es hier dann, die Indizes eben zu schlagen. Ja, das war's mit dem Video. Wenn euch hier kurz das Update gefallen hat, dieses kurze Update, dann freue ich mich sehr, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch gebt. Wenn ihr kein weiteres Video verpassen wollt, wie sich hier meine Performance weiterhin schlägt, wie ich mich hier gegenüber den Indizes schlage, dann abonniert den Kanal unten rechts, aktiviert die Glocke. Somit verpasst ihr auch kein weiteres Update. Und falls ihr mehr zu diesem Trading-Portfolio erfahren wollt, dann findet ihr unten in der Videobeschreibung einen Link dazu. Dort könnt ihr dann live unter der Woche, solange die Märkte offen sind, ganz genau verfolgen, wie sich hier die Performance weiterentwickelt. Das nächste Update hier zu dieser Strategie wird in spätestens 1 bis 2 Wochen hier wieder stattfinden auf diesem Kanal. Und bis dahin wünsche ich nur das Beste und wir hören uns im nächsten Video.